Ja, wir haben uns ja für die drei Kategorien Kinder, Senioren und Tiere entschieden. Und in den Kategorien haben diese Projekte einfach was ganz Besonderes repräsentiert. Also allen danke, danke, danke. Die Projekte haben mir deshalb gut gefallen, weil sie das gesellschaftliche Engagement und die Verantwortung von verschiedenen Vereinen in unserer Stadt darstellen und damit auch unsere Gesellschaft, unsere Münchnerinnen und Münchner unterstützen. Wir halten es für eine großartige Idee, Menschen, die sich ehrenamtlich und in Vereinen in dieser Stadt engagieren, etwas Gutes zu tun und sie bei ihrer guten Sache auch zu unterstützen. Und ich glaube, dass die Abendzeitung das richtige Medium dafür ist, das richtige Vehikel, um da Öffentlichkeit zu produzieren und dann auch Spenden zu generieren.